meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, das freut mich wie immer sehr. Heute habe ich richtig Lust, einen Flipcup mit euch zu machen. Wir werden heute die altbewährten Amsterdam-Farben verwenden. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet und zwar, wir werden es ziemlich simpel halten. Wir benutzen die Farbe Prussian Blue, eine meiner allerliebsten Lieblingsfarben. Dann nehmen wir Hellrosa, Primary Magenta und Titanium White. Und das war's auch schon. Wir brauchen wie immer nur einen leeren Becher und dann legen wir direkt los. Also gut, meine Lieben, zum Flipcup brauche ich, denke ich, nicht mehr allzu viel erklären. Das habt ihr schon öfter gesehen. Wir layern unsere wunderschönen Farben. Ich möchte heute einen schönen Farbverlauf haben. Deswegen werde ich wahrscheinlich zweischichtig layern. Ich muss mir das mal anschauen, wie es mir am besten gefällt. Ich brauche mir eigentlich gar nicht so viel Mühe machen, hier den Cup festzuhalten. Wir können es natürlich auch einfach von oben layern. Dann ist es ein bisschen gemütlicher. Denkt beim Layern immer dran, weiß ist eine schwere Farbe. Das Weiß wird euch immer ein bisschen absinken. Beim Flipcup aber überhaupt nicht schlimm. In der Kamera sieht dieses Prussian Blue ein bisschen aus wie schwarz, aber es ist tatsächlich eine wunderschöne blaue Farbe. Ich versuche heute meinen Cup voll zu machen. Wir arbeiten heute auf einer 40x40 Leinwand. Da braucht schon ein bisschen Farbe. So. Ganz kleines bisschen rosa noch. Jawohl. Gut. Ich bringe meine Becher in Sicherheit. Ihr kennt das schon von mir. Ihr könnt jetzt hier schon sehen, wie wunderschön der Becher aussieht, wie sich das gelayert hat. Das ist... Erst machen wir den Flip. So, 3, 2, 1. Jawohl. Ihr wisst schon genau Bescheid. Beim Flip Cup würde ich euch wirklich immer empfehlen, euren Farben ein bisschen Zeit zu geben, abzufließen. Wir wollen natürlich alle unsere wunderschönen Farben sehen, später auf dem Bild. Ihr habt schon gesehen, wie schön der Becher gelayert war. Es haben sich die Farben nicht vermischt im Becher. Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil bei dieser Technik. So. Und mit Schwung. Das wollte ich sehen. Ihr könnt sehen, unser Cup ist leer. Dann werden wir das Ganze hier ein bisschen ausstretchen. So, das reicht uns auch schon. Wir haben hier ganz kleine Luftbläschen. Ich hoffe, ihr könnt die sehen in der Kamera. Wenn sich solche Bläschen bilden, ist überhaupt nicht schlimm. Geht einmal kurz mit dem Brenner drüber und schon verschwinden diese auch. Nun habe ich mir überlegt, meine Lieben, ich habe hier ein kleines bisschen Silber vorbereitet und bevor wir das spinnen, dachte ich mir, es wäre ganz schön, wenn wir vielleicht ein paar kleine Highlights ziehen würden. Ich nehme heute dazu einen Löffel. Tatsächlich, das letzte Mal, als ich das gemacht habe mit dem Rührstäbchen, hat es nicht so gut funktioniert, wie ich es mir erhofft habe. Deswegen benutzen wir heute den Löffel. So. Genau, ich möchte einfach ein paar schöne, feine Linien ziehen. Das Silber von Amsterdam ist wirklich eine tolle Farbe. Ich hoffe, ihr seht es in der Kamera genauso gut wie ich, aber das ist super shiny. Ich nehme mir hier auch ein kleines bisschen Zeit.
Ich versuche auch, dass ich die Linien hier in der Mitte kreuzen. Das gibt später wirklich einen tollen, schönen Effekt, wenn wir es ausgespinnt haben. Manche Linien dürfen ein bisschen dicker sein, manche ein bisschen dünner. Ihr könnt wellige Linien machen oder auch nur gerade Linien. Lasst eurer Kreativität wirklich freien Lauf. Wie es sich für euch gut anfühlt, so ist es richtig. Selbstverständlich gibt es kein richtig und kein falsch, das sage ich immer in meinen Videos. Alles, was ihr macht, ist wunderschön. So, jetzt möchte ich hier noch eine kleine Linie haben. Gerne auch ein bisschen dicker und ein bisschen dünner. So. Ja. Ihr seht auch, die Amsterdam-Farben ziehen sich wirklich richtig gut. Sie tropfen nicht. Ich muss euch ja erzählen, heute hatte ich den Luxus, dass mein Ehemann mir die Farben vorbereitet hat. Das könnt ihr gerne immer machen. Okay, ihr Lieben, natürlich möchte ich das noch ein bisschen ausbinden, ein bisschen größer machen. Ich werd unserem Bild trotzdem noch ein ganz kleines bisschen schwarze Farbe geben, damit es ein bisschen besser fließen kann. Die schwarze Farbe wird man dann nicht mehr sehen, aber ich möchte mir natürlich unsere Muster erhalten. So, genau. Ja, das reicht uns auch schon. Und nun, meine Lieben, es ist nicht meine größte Stärke, aber wir versuchen erstmal vorsichtig zu spinnen. Wir können ihm ein bisschen mehr geben. Ja, ja, das ist echt toll. In dieser Ecke helfe ich unserem Bild noch ein bisschen über die Ecke. Wir haben natürlich hier im Center genug Farbe, aber ich möchte es nicht so sehr spinnen, dass uns unsere schönen Muster verloren gehen. Deswegen helfen wir einfach mit ein bisschen Base Coat nach und spinnen weiter. So, einen letzten Spin gebe ich ihm noch. Das ist immer eine gute Sauerei hier. Aber ich muss sagen, ich liebe das. Ich liebe diese Technik. So. Sehr gut. So, ihr Lieben, jetzt könnt ihr hier wirklich super erkennen, dass uns Gott sei Dank unsere schönen silbernen Adern erhalten geblieben sind. Ich möchte jetzt noch einmal ganz kurz mit dem Torcher drüber gehen. Wunderbar, ich bin jetzt noch einmal kurz mit dem Torcher drüber gegangen, um etwaige Luftbläschen noch platzen zu lassen. Ich muss echt sagen, das Ergebnis ist ziemlich cool geworden. Ihr könnt hier immer noch, obwohl wir so wild gespinnt haben, unsere wunderschönen Layer sehen. Und ich finde, mit diesen Adern, die wir geschaffen haben, gibt es dem Bild so ein bisschen was Organisches vielleicht sogar.
Ich finde es echt cool. Also gut, meine Lieben, ich bin am Ende des heutigen Videos angelangt. Ich finde, Flip Cup geht einfach immer. Also es ist tatsächlich so, dass es eine meiner Lieblingstechniken ist. Sie gelingt eigentlich immer. Ihr könnt die verschiedensten Farbvariationen ausprobieren. Nehmt eure Lieblingsfarben dafür, probiert es aus. Ihr könnt mit dem Finger Muster zeichnen. Da habe ich auch schon mal ein Video gedreht auf meinem Kanal, verlinke ich euch gerne hier oben. Eurer Kreativität sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Wenn euch unser Bild genauso gut gefällt wie mir, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir ein Abo da. Für euch ist ein Klick. Für mich bedeutet das alles. So könnt ihr mich unterstützen. Das war eigentlich auch schon alles, was ich euch noch mitgeben wollte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut!